Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in unserem Hauptstadtstudio, sponsert bei Sikunet, auf dem Maschinenbaugipfel 2022 in Berlin. Mein Name ist Stefan Weinzierl, ich bin der Chefredakteur Digital der Fachzeitung Produktion. Und bei mir, was mich sehr freut, hallo, ist Thorsten Gast. Er ist der Leiter des Kompetenzcenters Service bei Phoenix Contact. Schön, dass du da bist, freut mich. Hallo, vielen Dank. Ein großes Thema, das durch die Gänge wabert, auch hier auf dem Maschinenbaugipfel, ist die neue Maschinenverordnung. Sie wird kommen, sie steht vor der Tür. Was kommt auf den Maschinenbau zu? Es kommt einiges auf den wirklich zu. Man dachte am Anfang, da kommt eine neue Maschinenverordnung, vielleicht mit so ein paar rein rechtlichen Themen, Anpassungen zu anderen Richtlinien an der Stelle. Aber man hat jetzt einen ersten Entwurf vorliegen an der Stelle, der doch strukturiert, in der Struktur einiges, sag ich mal, dort in Veränderungen darstellt, aber halt auch inhaltlich doch einiges Neues bringt an der Stelle. Mhm. Sind so ein paar Kernelemente und da muss einiges wahrscheinlich gemacht werden. Und das sollten wir jetzt vielleicht nochmal machen, weil das ist ja nachher die Frage. Ne? Alles klar. Außerdem steckte gerade ein Kloß fest, genau. Alles gut. Dann fang bei der Frage nochmal an, okay? Ja. Oder soll ich bei der Begrüßung nochmal anfangen? Ja, mach mal die Begrüßung nochmal. Alles klar, kann ich oder? Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in unserem Hauptstadtstudio, unterstützt von Sikunet auf dem Maschinenbaugipfel 2022 in Berlin. Mein Name ist Stefan Weinzierl, ich bin der Chefredakteur Digital der Fachzeitung Produktion. Bei mir, was mich sehr freut, ist Thorsten Gast. Er ist der Leiter des Kompetenzcenters Service bei Phoenix Contact. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben schon gehört, hier auf dem Maschinenbaugipfel ein Thema, das durch die Gänge wabert, ist die neue Maschinenverordnung. Da kommt einiges auf den Maschinenbau zu. Was kommt auf ihn zu? Einiges an Veränderungen. Das kann man so sagen. Es ist nicht nur eine kleine rechtliche Anpassung, rechtliche Rahmenbedingungsanpassung, sondern es sind wirklich inhaltliche Punkte, die dort auf den Maschinenhersteller zukommen und wo es heißt, sich darauf vorzubereiten an der Stelle. Was könnten diese Herausforderungen beispielsweise sein? Also ganz konkret, ein ganz großer Punkt ist das Thema Security. Die Maschinenrichtlinie, wie wir sie jetzt kennen, hat da zwar einen kleinen Punkt schon mit drin, der ist aber, sagen wir so, vielleicht ein bisschen nicht betrachtet worden oder ist vielleicht auch unterm Tisch gefallen. Aber jetzt hat er konkrete Angaben, konkrete Anforderungen an der Stelle zum Thema Security. Gibt es ein eigenes Kapitel, eine 119 drin an der Stelle und da müssen sich die Maschinenhersteller jetzt mit auseinandersetzen. Jetzt wird uns ja die Nummer eine ganze Zeit lang begleiten. Es ist ja nichts, was in den nächsten 2 Monaten vermutlich wieder in den Schubladen verschwindet. Wie könnt ihr unterstützen, wie könnt ihr helfen mit Maschinenbau? Wir können in der Tat erstmal helfen, dass wir aufklären, was es da für Veränderungen gibt an der Stelle. Ich sagte ja gerade das Thema Security. Und wenn man sich einen Maschinenhersteller anguckt, die haben ja eine mechanische Konstruktion, die haben eine elektrische Konstruktion an der Stelle. Der Elektrokonstrukteur hatte jetzt schon immer das Beiwerk, dass er sich um die funktionale Sicherheit kümmern muss, also das, was er in der Maschine richtig auch mit gefordert ist. Und jetzt muss er plötzlich auch noch Security mitmachen an der Stelle. Das heißt, gleicher Personenkreis, zusätzliche Aufgaben an der Stelle und dann halt natürlich wirklich mit diesem großen Thema Security, da geht es einfach darum, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten und da wollen wir halt unterstützen, aufmerksam drum zu machen, erstmal, was kommt auf die zu, auf die Hersteller an der Stelle und dann natürlich auch begleiten, vielleicht genau diese Konstrukteure auszubilden, weiterzubilden, damit sie auch später ihre Arbeit weiterhin tipptopp durchführen können an der Stelle. Habt ihr irgendwelche Programme, die ihr dazu laufen habt oder irgendwelche Treffen oder? Ja. Genau, wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich Safety Talk, der Talk auf dem gelben Sofa. Das ist ähnlich wie hier, nur halt dann in Gelb an der Stelle. Und da erklären wir halt in der Diskussion mit Fachexperten, aber auch mit dem jeweiligen Publikum, welche Anforderungen im Moment im Raum stehen und wie halt auch Lösungen aussehen können. Also konkret, dass ich da mit einer Idee rauskomme, wie kann ich jetzt zum Beispiel das Thema Betriebsanleitung umsetzen an der Stelle. Also auch ein Punkt, dass wir über das Thema digitale Betriebsanleitung sprechen zukünftig. Da gibt es aber auch neue Herausforderungen, weil ich muss ja auch schauen, wie ich dann diese Betriebsanleitung digital zur Verfügung stelle. Mhm. Wie stelle ich sicher, dass zu der richtigen Maschine die richtige Betriebsanleitung zur Verfügung steht. Wenn es jetzt gerade Ad-Hoc-Maßnahmen gäbe, was kann der Maschinenbau oder ein Maschinenbauer, ein mittelständischer Maschinenbau, der vielleicht so manchmal vielleicht eher ein bisschen am Rande mitbekommen hat, was da auf ihn zukommt, was kann der jetzt ad-hoc tun, um sich vorzubereiten? Also ich kann da nur empfehlen, mal wirklich auf die Seite www.safety-talk.de zu gehen an der Stelle und da mal nachzuschauen. Da haben wir eine Aufzeichnung von unserer Veranstaltung vom letzten Jahr. Das war eine Online-Veranstaltung mit über 460 Teilnehmern.
Und da haben wir halt mal grundlegend schon aufgeklärt, erzählt, worum es geht an der Stelle. Und aus dem Punkt einfach mitzunehmen, okay, wo muss ich mich darauf vorbereiten an der Stelle? Und dann wirklich mal mit der Mannschaft zu sprechen, was können wir schon, was decken wir ab, wo sind wir da aufgestellt und wo müssen wir noch was durchführen? Weil relativ klar ist, dass diese neue Maschinenverordnung, wie sie denn jetzt heißt, kommen wird, wahrscheinlich auch noch dieses Jahr in der rechtlichen Umsetzung. Und dann gibt es eine Übergangszeit von 3 Jahren. Und diese 3 Jahre haben die Maschinenhersteller Zeit, sich auf die neue Verordnung dann einzustellen und darauf vorzubereiten an der Stelle. Und dann gibt es eine Stichtagregelung und dann müssen sie von jetzt auf gleich die umsetzen. Haben wir wahrscheinlich schon für den Maschinenbaugipfel den nächsten Slot. Super, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ciao.